Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche. Einer Bücherwoche mit zwei Highlights. Was soll ich sagen? Ich bin so froh, dass ich diese Woche ein gutes Händchen hatte und von vier Büchern wirklich zwei Highlights dabei waren, die mir auch schlaflose Nächte, zumindest das eine, ein wenig bereitet hat. Ja, wir stehen kurz vor dem ersten Advent. Morgen geht mein erstes Highlight-Special online. Seid da gerne mit dabei. Ich habe es euch ja diese Woche schon angekündigt und hoffe, dass ihr auch an den Adventssonntagen Lust auf meine Highlights habt. Und ich packe euch das Ankündigungsvideo einfach mal unten in die Infobox. Hier spricht die Steffi vom Schnitt. Ich habe total vergessen, das nächste Hangout mit der liebsten Becky anzukündigen, denn wir treffen uns am Mittwoch, 30. November, ab ca. 19.30 Uhr auf meinem Kanal und quatschen über ja, die Highlights, die Flops des Jahres, über Serien, Filme, Disney, Düfte, alles, was uns irgendwie bewegt. Seid am Mittwoch gerne im Chat mit dabei. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ja, ich gebe jetzt weiter an die Vergangenheit, Steffi. Neben den vier Büchern habe ich auch eine Serie gebinged, watched. Mein Gott, was für ein Wort. Dazu werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen was erzählen. Ich packe die vier Bücher mit Informationen, Zeitstempel und auch wenn ich über die Serie rede, alles unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Oh mein Gott, zwei Highlights. Wann hatten wir das letzte Mal in einer Bücherwoche? Es ist schon ein Stückchen her. Aber wir beginnen mit dem ersten Buch, einem Sachbuch, und zwar Der Wert des Wassers von Matt Damon und Gary White. Wurde mir vom Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und hat mich definitiv bereichert. Das erste Buch, das erste Hörbuch, beziehungsweise nein, das Hörbuch der Woche, so muss ich sagen, ist Am liebsten sitzen wir alle in der Küche von Julia Karnik. Ein Unterhaltungsbuch, was für zwischendurch mich auch sehr gut unterhalten hat. Heute habe ich Wortfindungsstörungen. Und dann kommen wir zu den zwei Highlights der Woche. Die Katze, die von Büchern träumte, von Suzuki Natsukawa. Ein japanisches Buch, was wirklich durch sein Cover einfach nur hervorsticht. Und Lost Life, das Babel-Projekt, der zweite Teil von Jay Kristoff. Ebenfalls ein Highlight, zweiter Band. Ich glaube, der erste steht ja irgendwie wo hinter mir, hier unten. Genau, ist der erste Teil und jetzt ist endlich auch der zweite erschienen und wurde von mir gelesen. Und ja, alle Informationen unten in der Infobox und ich würde sagen, los geht's. Das erste Buch der Woche ist Der Wert des Wassers von Matt Damon und Gary White. Ja, Matt Damon, der bekannte Schauspieler, und auf den Grund bin ich auch so ein bisschen auf dieses Buch aufmerksam geworden, was mir dann vom Verlag auch zur Verfügung gestellt wurde. Ja, ich kenne natürlich Matt Damon als Schauspieler, ich mag ihn da super gerne. Ich habe, glaube ich, so ziemlich alle Filme gesehen, die es irgendwie gab, die mich irgendwie angesprochen haben. Und ich hatte auch schon von seiner Organisation Water.org gehört und war hier eben sehr gespannt. Gespannt auf die Geschichte, die dahinter steht, warum Wasser sein Thema wurde, und das beschreibt uns eben auch Matt Damon in dieser Geschichte. Wir starten so 2006, als der Sänger Bono von U2 ihm im Grunde davon erzählt, was in Afrika bezüglich der Wassernotsituation so los ist. Er lässt sich da so ein bisschen ja, im Grunde ansprechen und reist dann selbst nach Sambia, um dort eben auch Mädchen und junge Frauen zu treffen, die eben für die Wasserversorgung in ihren Dörfern, in ihrer Gemeinde zuständig sind, und erfährt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wie weit diese Mädchen gehen müssen, was sie dafür an Freizeit, Schulzeit und Ähnlichem auch einbüßen. Und das hat ihn sehr bewegt, sehr mitgenommen, und besonders eben die Zeit, die ihnen dann zum Lernen fehlt. Und dass es aber eben die einzige Möglichkeit ist, die Mädchen, junge Frauen loszuschicken, weil eben die Männer und die jungen Männer tatsächlich eben einfach schon dafür zuständig sind, dann eben ja, etwas für das Geld zu besorgen. Wir erfahren hier eben auch von Matt Damon, dass 2 Milliarden Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr erschreckend. Das wird auch so ein bisschen hinterlegt, natürlich mit verschiedenen Quellen. Dazu erzählt dann eben auch Gary White einiges dazu. Und ja, beschreiben natürlich auch beide so den fortschreitenden Klimawandel und was das eben gerade mit den Problemen noch alles verschärft, was da gerade in den afrikanischen Ländern uns vielleicht auch droht und was das eben auch einfach bezüglich schlechter Gesundheit und ja, Geschlechtsungleichheit sozusagen
ja, bringt und uns da noch schlimmer hinführt. Und ich muss sagen, natürlich war mir irgendwie klar, dass es sehr viele Orte auf dieser Welt gibt, wo es kein Wasser gibt. Und auch ich finde es immer sehr merkwürdig, in Ägypten an einem Strand zu liegen mit fließendem Wasser. Und man geht irgendwie ins Innere und ist dann irgendwie in der Sahara, in der Wüste und denkt sich, oh, wie verrückt ist das? Das ist mir natürlich total bewusst und ja, man kann die Welt aber gefühlt natürlich auch nicht ändern oder in diesem Schritt zumindest ändern. Aber was hier nochmal erzählt wird über diese Mädchen, diese junge Frauen, welche Verantwortung auf ihnen lastet und dass sie trotzdem eigentlich so schlecht angesehen werden, weil sie eben keine Schulbildung haben, dass was da so alles dahinter steckt, das war mir irgendwo vielleicht irgendwie schon klar, aber so es nochmal deutlich erklärt zu bekommen, fand ich super interessant, sehr spannend. Es ist sehr informativ aufgebaut, ist aber dennoch locker und leicht und unterhaltsam. Insofern so ein Thema unterhalten kann, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und ich habe da drin super gerne gelesen. Ich fand es sehr spannend. Ich habe viel mitgenommen. Es wurden viele Bilder im Kopf gezeigt. Ich glaube, ein paar sind auch in der Mitte so ein bisschen mit drin. Aber Matt Damon hat sprachlich wirklich etwas drauf, auch einen Film ablaufen zu lassen. Und das ja, kann er natürlich, weil er auch ein erfolgreicher Regisseur und Drehbuchautor ist. Und genauso auch sprachlich fand ich Gary Whites Parts super interessant. Und auch diese Kombination von beiden hat mir sehr gut gefallen, was sie erzählen, wie sie es erzählen, dass sie nicht mit dem erhobenen Hauptfinger, Zeigefinger durch die Welt gehen, sondern eben einfach auf das Problem aufmerksam machen, in sehr sympathischer Art und Weise, ohne sozusagen den Hollywood-Kollegen ein schlechtes Gewissen zu machen. Denn das ist ja gefühlt das Schlimmste, was man machen kann. Und das merke ich auch mit dem Thema vegan, vegetarisch, dass man eben oft diesen Negativspiegel den anderen Leuten vorhält, beziehungsweise die denken, dass man das macht, was aber gar nicht der Fall ist. Aber man stößt natürlich auf ein gewisses Luxusdenken unserer Zeit und so ähnlich ist das natürlich auch hier mit dem Wasser. Also wir machen uns in der Regel wahrscheinlich keine Gedanken über frisches Wasser. Wir gehen einfach an die Leitung und gehen davon aus, das ist schon alles gut. Aber wie wichtig das tatsächlich ist, wird uns immer klarer, umso mehr man eben in diese Thematik eintaucht. Und es ist kein schönes Thema, keine Frage, aber es war informativ, es war wirklich spannend gestaltet und nimmt uns auch wirklich zu diesen Mädchen und den jungen Frauen mit und lässt uns nachvollziehen, wie hoch ihre Bürde ist, wie ja, schlimm auch all das tatsächlich eigentlich ist, was hier geschieht und wie ungerecht das alles auch ist. Und es gibt hier dann auch am Ende ja auch noch so Lösungsansätze, Lösungsideen, was eben auch hinter water.org hängt. Und es waren ja auch fast ja 40 Millionen Menschen, denen hier dann mit dieser Organisation auch geholfen wurde, die eben entweder keinen so weiten Weg mehr zu frischem Wasser haben oder sogar es so gemacht wird, dass es sehr zentral Brunnen und ähnliche Anschlüsse sozusagen gibt. Sehr interessant, sollten wir uns auf jeden Fall alle auch auf die Fahne schreiben, dass wir uns damit beschäftigen, dass es wichtig ist, was eben auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, denn es wird definitiv noch schlimmer und jetzt bin ich tatsächlich ja immer ein Optimist, aber ich glaube, dass sich das nicht wirklich groß aufhalten lässt, diese Wasserdürren, diese Hitze und einfach dieser Klimawandel. Wie gesagt, ich bin da ganz optimistisch, aber es wird, glaube ich, einfach nur eine Frage der Zeit sein. Ich finde eine Lektüre, die jeder gelesen haben sollte, ein Thema, mit dem sich jeder mal beschäftigt haben sollte, um eben auch einfach wertzuschätzen, was für einen Luxus wir haben, wenn wir die Dusche aufdrehen, die Klospülung betätigen und so weiter, unsere Wäsche einfach in der Maschine waschen. Und das ist ja ein Buch, was das definitiv ganz, ganz eindringlich auch macht. Das nächste Buch ist das Hörbuch der Woche. Es ist Am liebsten sitzen alle in der Küche von Julia Karnik. Ein Buchtipp einer lieben Freundin und da mich das Cover und der Titel sehr angesprochen haben, habe ich direkt hier zu diesem Hörbuch gegriffen. Sprecherin ist Ilka Teichmüller, die sagte mir vom Namen vorher nichts, hat aber der Geschichte sehr gut getan und hat wirklich Spaß gemacht, ihr über den Zeitraum auch zu lauschen. Wir begleiten in dieser Geschichte drei ganz unterschiedliche Frauen, die alle so um die 50 Jahre jung alt sind, angefangen von Mathilde, die eine alleinerziehende Urologin ist und ja mit ihrem pubertierenden Sohn so das ein oder andere Problem hat, weil der natürlich nur am PC sitzen und zocken will und sich eigentlich so richtig dafür interessiert, was in deren Leben gerade so passiert. Auch Almut ist gerade frisch getrennt, ist Hausfrau mit vier Kindern und sie ist so auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens, nach Arbeit, nach einer Aufgabe und auch Jelitz
jetzt, die ein bisschen das Gegenteil davon ist. Sie ist eine sehr erfolgreiche Weberin mit türkischen Wurzeln und hat einen dänischen Lebensgefährten und versucht da auch so ein bisschen ja, ihr Leben ja, in Reihe und Glied sozusagen zu bekommen. Alle drei Frauen treffen sich nach und nach innerhalb ihrer Hausgemeinschaft und sitzen dann eben irgendwann in der Küche, essen zusammen, besprechen ihre Tagesabläufe, ihre Leben, ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Freuden und merken dann aber, dass sie von einem Mann beziehungsweise vom gleichen Mann in ganz unterschiedlichen Situationen betrogen wurden und sinnen dann eben auch irgendwie auf Rache. Ich fand es eine sehr gute Unterhaltung für zwischendurch. Ich fand es perfekt als Hörbuch und es waren auch sehr authentische Charaktere. Ich mochte den Schreibstil sehr gerne. Man kann der Geschichte und auch den Charakteren sehr gut folgen. Die Charaktere sind bildhaft dargestellt. Man bekommt ein Gefühl dafür, wer wann wie wo agiert. Also man kann hier wirklich tiefgründig in die Charaktere hineinblicken. Ich fand auch alle drei Frauen sympathisch und auch sehr authentisch. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass diese Frauen zusammen an einem Küchentisch sitzen und dass es eben so ein Grüppchen in echten Leben wahrscheinlich zigfach irgendwie gibt, wo sich eben Leute einfach zufällig begegnen und dann eben entdecken, wir haben hier mehrere Gemeinsamkeiten. Die Frauen sind alle sehr unterschiedlich und werden auch sehr unterschiedlich gezeichnet und dennoch fand ich es schön, dass gezeigt wird, so unterschiedlich man ist, wenn man eben in den drei, vier Kernthemen des Lebens irgendwie ähnliche Ansichten hat, gleich tickt, dass dann trotzdem eben tiefe Freundschaften entstehen können. Also man muss nicht immer alles gemeinsam haben, um eine starke Freundschaft zu haben. Und das hat es auch hier sehr nachvollziehbar erzählt. Auch die kleinen Streitigkeiten, die es gibt, die fand ich ebenfalls sehr echt, sehr authentisch, ohne dass es eben irgendwie zu einem Drama wurde. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass das jetzt so in Drama ausartet, aber das war definitiv nicht so. Und das machte es eben auch einfach nur echter. Und das fühlte sich wirklich so an, als würde man diese drei Frauen kennen und mit ihnen so ein bisschen durch diese Zeit gehen. Es gibt sehr viele witzige Phrasen und auch Geschichten. Ich konnte da auch einige Male schmunzeln. Ich hatte mir aber doch ein bisschen was anderes darunter vorgestellt und fand gerade den Racheteil so okay. Er wäre für mich aber auch gar nicht nötig gewesen, dass es so in diese Richtung irgendwie geht. Zudem kam dann das Thema, wenn es denn das Hauptthema sein soll, auch relativ spät in der Geschichte und wirkte so auch ein bisschen als Randthema. Also es war irgendwie nicht ganz rund. Auch der Spannungsbogen flachte in der Mitte so ein bisschen ab und es war eher wirklich so eine Wohlfühlgeschichte, so für zwischendurch. Ich glaube, als Buch wäre es vielleicht nicht so meins gewesen, aber zum Hören nebenbei hat es mir gut gefallen und deswegen ist es auch eine gute Wohlfühlbuch-Empfehlung. Aber es gibt definitiv auch bessere Bücher in diesem Genre und in diesem Bereich, als es dann eben ja, dieses Buch war. Aber ich fand es schön, ich fand es unterhaltsam. Ich danke auch für den Buchtipp, weil es mich doch zumindest so bis Donnerstag der Woche gut unterhalten hat und ich auch immer wieder gerne dazu gegriffen habe. Und nun kommen wir zum ersten Highlight der Woche. Die Katze, die von Büchern träumte, von Suzuki Natsukawa, ja, ist aus dem Japanischen übersetzt worden, ist mir vom Verlag auch zur Verfügung gestellt worden, worüber ich mich sehr gefreut habe, denn mich hat dieses Cover absolut gekriegt, als ich es schon einfach nur im Internet gesehen hatte bei den Neuerscheinungen. Und wie ihr seht, habe ich auch so die ein oder andere dezente Markierung in diesem Buch vorgenommen. Wir treffen in diesem Buch Rintaro. Er ist Waise und lebt ja, seit seiner Kindheit bei seinem Großvater. Dieser führt ein Antiquariat mit ganz besonderen Buchschätzen und eines Tages stirbt aber Rintaros Großvater überraschend und wir erleben nun eben einen trauernden Rintaro, für den eigentlich irgendwie die Welt zusammenbricht, er aber nicht so weiß, wie er mit diesen Gefühlen umgehen kann, umgehen soll, was von ihm erwartet wird. Er merkt nur, okay, jetzt ist hier eine neue Tante, zu der soll er jetzt ziehen und er verkriecht sich so ein bisschen in das Antiquariat, will das aufräumen, will das auflösen und schwänzt dann auch die Schule. Ja, als er so eigenbrötlerisch unterwegs ist, trifft er auf eine Katze, die sprechen kann und die ihn zu ja, einem Labyrinth bringt. Die hat nämlich Aufgaben für ihn und in diesem Labyrinth trifft, oder in diesen Labyrinthen trifft Rintaro ganz unterschiedliche Charaktere, Menschen, Wesen,
Und alles dreht sich um Büchern, denn im ersten Labyrinth werden Bücher eingesperrt und sie müssen einfach befreit werden. Und was es da so auf sich hat, wie diese Reise ist und ja, was Rintaro in diesen Labyrinthen erlebt, was er in seiner Buchantiquariatshandlung erlebt, ja auch mit seinen Schulfreunden, mit seiner Tante, das lesen wir in dieser Geschichte. Es ist ein japanisches Buch und ich lese ja sehr gerne japanisch und ich habe auch hier den Stil sehr gemocht. Natürlich ist der japanische Stil oftmals sehr distanziert und kühl. Dennoch muss ich wirklich sagen, ist es wahnsinnig emotional, gerade weil es diese Distanz hat. Und ich weiß, es macht für viele jetzt wahrscheinlich gar keinen Sinn, außer die selbst diese Distanz und diese Kühle sozusagen kennen und dann aber merken, wie es einen reinzieht. Ich habe dieses Buch, ich glaube, gefühlt an einem Nachmittag weggesuchtet. Es hat auch nur, ich glaube, knapp, also nur in Anführungszeichen knapp 190 Seiten. Ich habe das wirklich geliebt. Am Anfang war es ein bisschen schwerfällig. Es war auch ein bisschen anspruchsvoller, als ich es erwartet hatte, weil natürlich der Titel, das Cover eigentlich so auf eine leichte Wohlfühlgeschichte hinweisen. Das ist es aber tatsächlich nicht. Also man muss denken, man muss dabei sein, man muss aufmerksam lesen. Und als ich da so die ersten 20, 25 Seiten hatte, hatte ich mich auf diesen Stil eingestellt und ich habe es wirklich geliebt. Sprachlich richtig, richtig toll. Ich mag die Übersetzung super gerne und ich habe mir ja vorgenommen, öfter mal die Übersetzer mir anzuschauen. Und zwar übersetzt von Sabine Mangold. Die hat das für mich wirklich perfekt gemacht. Es ist schon flüssig, es ist auch greifbar, es ist anspruchsvoll. Es nimmt diese japanische Kultur, diesen Stil, aber wahnsinnig gut mit hinein und das fand ich richtig, richtig gut. Also es hat wirklich Spaß gemacht und ich habe das super gerne gelesen. Wenn man mal drin ist und ich glaube schon, dass man 20 Seiten braucht, bis man den Stil, bis man die Charaktere dann auch alles so greifen kann, aber als es dann losging mit der Katze, mit dieser Bücherliebe, da habe ich mich so darin gefunden. Es gibt diese Menschen, die eben Bücher lieben, aus den unterschiedlichsten Gründen und die werden hier drin auch gezeigt. Egal, ob es um den Vielleser geht, um den Schnellleser, um den, der einfach nur eine Sammlung möchte. Jemand, der nie ein Buch doppelt liest, was ich total traurig finde, aber ich kenne durchaus auch solche Menschen. Ja, ganz Absurditäten, nein, aber kann ich natürlich alles nachvollziehen. Und dann eben Rintaro, der irgendwie trauert oder auch nicht, der nicht so richtig weiß, wo er eigentlich jetzt hingehört und das aber dann doch merkt, dass auch im, nicht nur in seinem Innern, sondern auch in seinem Außen eben Menschen sind, die es gut mit ihm meinen. Und ich habe einige Markierungen vorgenommen, ich werde die gar nicht alle vorlesen können, aber ich habe das so geliebt, ich habe mich hier so verloren. Ja, wir haben hier zum Beispiel einen, der wirklich alle Bücher, die er bisher gelesen hat, sammelt. Und das sind 57.622 Exemplare. Und ich musste wirklich mal so hochrechnen, wenn ich sage, ich lese vielleicht so gut 30 Jahre und vielleicht die letzten 20 Jahre sehr exzessiv und irgendwie um die 100. Also dann kann man sich grob hochrechnen, wie viele eigenen Bücher man irgendwie in der Bibliothek hätte, wenn man die alle stehen hätte. Ich war total schockiert darüber. Bin ich ja im Grunde schon, wenn ich denke, was ich im Jahr lese und denke, all diese Bücher würden hier stehen. Sie stehen ja nicht alle hier, aus gutem Grund. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin definitiv kein Sammler. Und dann ging es auch so ein bisschen natürlich um die verschiedensten Lieben zur Literatur, denn Lesen ist schön und gut, aber wenn du damit fertig bist, ist es an der Zeit, wieder die wirkliche Welt zu betreten. Das war zumindest was, was der Großvater Rintaro immer mitgegeben hat und ich dachte, ach Mensch, diese Realität, ach, das ist aber auch einfach was sehr, sehr Böses. Und dann fand ich es ganz spannend, dass wir hier auch natürlich eine Selbstreflexion hatten, aber eben auch mit der Gesellschaft sehr kritisch umgegangen ist und das zum Beispiel mit diesem Satz: In unserer Gesellschaft findet jemand, der 10 Bücher liest, mehr Anerkennung als jemand, der ein Buch 10-mal liest. Richtig? Was zählt, ist schließlich die Tatsache, besonders belesen zu sein. Und das fand ich tatsächlich interessant, weil ich oftmals auch belächelt werde, wenn ich sage, ich lese nochmal Harry Potter, ich lese nochmal Herr der Ringe, ich lese nochmal Das Schicksal ist ein mieser Verräter und mich wirklich der Großteil der Menschen anguckt, schon wieder? Hast du das nicht schon 10-mal gelesen? Und ich mir denke, ja, aber ich halte es da gerne mit der alten Nan aus Game of Thrones, die sagt, ein Buch ist wie ein Freund und es nicht mehr zu lesen, nur weil man es schon mal gelesen hat, ist ja, als würde man diesen Freund kein zweites Mal treffen. Und diese Geschichten sind ja auch immer anders, je wie ich eben anders bin. Und das
war hier drin, wo ich so dachte, ja, die Gesellschaft, das ist immer größer, schneller, weiter. Und natürlich gehöre ich da auch dazu, denn ich bin auch ein Neuerscheinungsleser. Ich mag es, neue Geschichten zu entdecken. Aber genauso gerne würde ich einfach mal so ein Jahr, nein, machen wir mal einen Monat, einfach nur Rereads machen. Natürlich schreit dann der Sub im Hintergrund, Steffi, les uns, du hast so viele von uns. Aber gleichzeitig wäre das so schön, in diese bekannten Geschichten einfach nochmal einzutauchen. Und vielleicht ist das einfach mal was, was man fürs nächste Jahr sich vornimmt, jeden Monat ein Reread oder wirklich mal einen Monat nur Bücher, die man schon kennt. Das wäre auch mal ein Experiment. Aber es stimmt, huch, da kommt der Hund. Nein, nicht die Kamera schubsen. Nein, nicht die Kamera schubsen. Nein, 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 nein. Mein Hund will nicht die Kamera schubsen. Ihr könnt ihn nicht sehen, wie er einem gerade so ganz treuherzig anguckt. So, Alter, was macht die wieder? Jetzt bin ich gefühlt irgendwie raus. Aber es ist natürlich auch bei uns in der Gesellschaft dieses schneller, höher, weiter, dass man eben sagt, lieber 10 neue Bücher als ein Buch 10 Mal. Obwohl es ja am Ende das Gleiche ist. Es ist die gleiche Lesezeit. Und also es ist ja das, was uns Menschen gut tut, ist das Lesen. Dann haben wir hier zum Beispiel das Thema Geschichten, die keiner liest, werden verschwinden. Und wir haben hier jemanden, der eben Geschichten komprimiert auf eine Seite, ein Kapitel und der eben sagt, die Geschichten müssen gelesen werden. Und sie werden nicht gelesen, wenn sie Klassiker sind, wenn sie alt sind. Und dann kommt auch ein wunderbarer Vergleich zur Musik. Und ich bin hier wirklich so, so tief eingestiegen und sehr schön war auch, Lesen ist nicht bloß vergnüglich oder aufregend. Manchmal brüte ich den Kopf in die Hände gestützt über einen Text, widme mich Zeile für Zeile oder lese ein und denselben Satz sorgfältig immer und immer wieder, um ihn zu begreifen. Und am Ende all dieser Mühen öffnet sich auf einmal der Horizont, so wie man nach einer langen, beschwerlichen Bergwanderung am Gipfel das ganze Panorama sieht. Wunderschön, sprachlich, wirklich ein Highlight und ich fand auch sehr schön, weil es ja hier auch um die Trauer geht, was durchaus bei mir auch so ein bisschen was ausgelöst hat, weil wir eben auch einen sehr nahen Verlust haben. Und wie traurig, schmerzlich oder irrational Ereignisse und Erlebnisse auch sein mochten, die Zeit machte nie Halt und wartet auf ihn. Am Ende hatte er sich stets mitreißen lassen und sich bisher immer wieder aufgerappelt. Und das ist so. Die Zeit bleibt nicht stehen. Selbst wenn du wegen irgendetwas 2 Wochen in deinem Bett liegst, die Welt da draußen ist nicht stehen geblieben. Sie ist für dich stehen geblieben und du bist ein anderer. Das ist wie, wenn du dann ein Zeitreisender bist, weil dir diese Zeit fehlt. Und das habe ich in den letzten 1,5 Jahren sehr häufig gemerkt, wenn ich so nicht so gute Tage habe und dann einfach merke, ich verkrieche mich an diesem Tag und dann fehlt mir dieser Tag, diese Stunden. Aber bei allen anderen ist sie ja weitergegangen und das ist wirklich, als würde man auftauchen und denken, hat man etwas verpasst. Also das hat mich sehr, sehr berührt. Dann haben wir hier auch wunderschön, Bücher haben Seelen. Ein geliebtes Buch besitzt ein Herz und solch ein beseeltes Buch wird seinem Besitzer immer rettend zur Hilfe eilen, wenn dieser in Gefahr gerät. Und das habe ich absolut gefühlt, da habe ich auch Tränchen vergossen, man merkt das jetzt wahrscheinlich auch, weil das wirklich stimmt. Bücher retten einen, Bücher helfen einen und gerade Bücher, die man eben kennt, wo man weiß, was sie in einem auslösen. Und ach, ich habe das so gefühlt, ich fand das so, so, so toll und wir beenden jetzt sozusagen die Lobhubelei mit dem Satz, vielleicht lehren uns die Bücher schlichtweg Mitgefühl für andere Menschen. Und ja, es war ein wirkliches, absolutes Lesegenuss. Es war ein wunderbares Buch, das ich wirklich jedem nur empfehlen kann, der Bücher liebt, der tiefgründige damit ja im Grunde einfach mal was lesen möchte, der auch keine Angst hat vor der etwas sperrigeren Sprache, die ich aber wirklich wunderschön und poetisch fand und ich großen, großen Spaß mit diesem Buch hatte. Ich höre jetzt auf mit Schwärmen, aber das war für mich wirklich ein ganz besonderes Highlight, wo ich einen richtigen Riecher endlich mal wieder hatte und sagte, ja, hier holst du dir das haptische, echte Buch oder beziehungsweise habe es beim Verlag angefragt und dankenswerterweise auch bekommen, sodass es dann auch da hinten irgendwo stehen kann. Das nächste Highlight habe ich als E-Book gelesen, weil Band 1 hier unten in wunderbarer Schmuckausgabe der Bücherbüchse steht. Und zwar ist das Barbie-Projekt, der zweite Teil, Lost Life von Jay Kristoff. Ich habe den ersten Band im Januar gelesen, habe mir vorher auch nochmal grob meine Bücherwoche angesehen. Die packe ich auch unten in die Infobox, wenn euch meine Meinung zum ersten Teil interessiert. Im Englischen ist es ja eine Trilogie. Ich konnte jetzt aber noch nicht sehen, wann der dritte Teil erscheinen wird. Ich hätte jetzt auch gehofft, dass der zweite Teil schneller erscheint. Weil der dritte Teil, ich glaube, auch schon erschienen war, als der erste sozusagen im Deutschen rauskam. Vielleicht kommt der dritte Teil dann im nächsten
ja. Ich habe mir jetzt nicht irgendwie den zweiten Teil der Bücherbüchse zugelegt, weil ich finde ja so ein Buch pro Reihe, außer wir reden von Krisha, reicht in der Regel aus. Aber natürlich ja, musste ich es dann auch einfach haben und habe es mir dann als E-Book geholt. Zum zweiten Teil zu etwas erzählen ist natürlich immer schwierig. Grundsätzlich möchte ich ein bisschen zu der Welt erzählen, dass wir hier schon in der Science-Fiction in der Zukunft unterwegs sind. Wir im ersten Teil auf die 17-jährige Eve getroffen sind, die es nicht ganz so einfach im Leben hat und mit Roboterkämpfen ja, ihr Leben finanziert. Also sie hat einen kranken Großvater, war es ein Großvater? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und ja, sie verliert dann aber einen der Kämpfe, muss dann auch noch flüchten, als sich verschiedenste Geheimnisse und Fragen aufwerfen. Und zusammen mit ihren Roboterfreunden und auch ihrem Roboterblitzhund, den ich nach wie vor, also ich fand den so toll im ersten Teil, geht sie jetzt nun auf die Flucht und trifft unterwegs auf einen Lifelike-Androiden. Und das macht jetzt eben auch titelgebend für die Buchreihe den Namen aus. Denn diese Lifelike-Androiden sind im Grunde Roboter, die so menschenähnlich sind, dass man sie kaum unterscheiden kann. Und dadurch, dass das eben genauso ist, wurden sie irgendwann verboten. Aber nichtsdestotrotz laufen sie natürlich in der Welt irgendwie noch frei rum, weil eben nicht alle irgendwie zerstört wurden oder in Gefangenschaft genommen wurden. Es machten sich im ersten Teil einige Geheimnisse, einige Fragen auf und wir waren dann eben auch auf der Flucht und ja, haben dann einen ganz gemeinen Cliffhanger im ersten Teil gehabt, sodass ich mich mega gefreut habe, jetzt in den zweiten einzutauchen. Der zweite Teil beginnt auch mit der Vorstellung der Charaktere und einem wahnsinnig tollen Zitat, das ich mir auch direkt rausschreiben musste. Denn es heißt, schaut einfach weg, bis wir alle sterben. Vielleicht können wir ja gar nicht mehr zurück, vielleicht wollen wir die Welt ja auch einfach brennen sehen. Das ist ein Zitat von Thomas Searle, was mich sofort an The Dark Knight erinnert hat. Da gibt es ein ähnliches Zitat von Butler Alfred und mich auch an Sherlock und Moriarty erinnert hat. Und ich so dachte, ja, manche Menschen wollen diese Welt einfach nur brennen sehen. Und das sind ja auch meine Gedanken von vorhin zum der Wichtigkeit, der Wert des Wassers, wo ich sage, man kann es nicht aufhalten, solange eben irgendwer noch Profit daraus macht, dass dieser Klimawandel eben nicht gestoppt wird. Und manche wollen diese Welt brennen sehen, eben einfach nur für sich selbst. Und das hat mich so schon, ach, ohne dass das Buch angefangen hat, dachte ich, oh mein Gott, wie genial ist dieses Zitat und wie toll, dass uns Jay Kristoff das in diesem wirklich spannenden Science-Fiction-postapokalyptischen Roman präsentiert. Wir beginnen hier also mit der Vorstellung der Charaktere und tauchen dann wieder wahnsinnig schnell in diese Geschichte ein. Und es ist ja im Grunde schon ein Jugendbuch, was auch so der Einstieg für die Science-Fiction definitiv gut gemacht ist. Es hat viel Thrill, es hat viel Spannung, es ist sehr emotional und es ist wirklich sehr mitreißend, das muss man ganz klar sagen. Auch der zweite Teil ist super packend. Ich fand es wahnsinnig spannend. Es gab überraschende Plot-Twists, auf die ich nie gekommen wäre und wirklich eine Spannung, wo ich wirklich zwei Nächte ein bisschen weniger geschlafen habe. Zum Glück war es so Richtung Wochenende, aber ich wirklich dachte, ich muss das jetzt irgendwie lesen, ich muss das irgendwie beenden. Wir haben wechselnde Perspektiven, was Jay Kristoff perfekt macht. Das, was ich sonst immer kritisiere, dass es keine Unterschiede groß gibt. Auch wenn sie hier sehr fein sind im Humor, in den Gedanken, in der Ausdrucksweise, sie sind vorhanden. Also man merkt, wer man ist, wann man ist und wie dieser Charakter im Grunde tickt. Das macht wahnsinnigen Spaß. Und das ist das, was ich mir einfach von all denen wünsche, die Perspektivwechsel machen. Dass es so feine Unterschiede gibt, aber man einfach in der Ausdrucksweise merkt, oh, jetzt bin ich Eve oder jetzt bin ich Ezekiel oder wie auch immer. Richtig, richtig, richtig toll. Kristoff kann das einfach. Es gab so einen Charakter, den fand ich ein bisschen weniger spannend. Da dachte ich so, naja, das hätte man auch ein bisschen vom Spannungsbogen noch interessanter machen können. Ich fand es ein bisschen schade, dass sich die Gruppe so ein bisschen trennt und so ein bisschen diese Dynamik dann gefehlt hat. Aber es war dennoch ein wahnsinniger zweiter Band, der mich total umgehauen hat. Wir bekommen wieder viele Informationen, die sich dann eben auch einfach weiter ergeben. Zu den Geheimnissen machen sich Dinge auf. Es entstehen auch einfach Bilder im Kopf. Es läuft ein Film und das ist einfach großartig. Ich liebe das und ich finde das wirklich, für Einsteiger ist diese Science-Fiction-Geschichte wirklich hervorragend geeignet, weil sie ist natürlich technisch, sie stellt auch diese Zukunftsfragen zum Thema, ja, wann ist ein Mensch menschlich, was macht diesen aus, wie ist das mit diesen menschlichen Robotern und diesen KIs, künstlichen Intelligenzen und ja,
wann ist eigentlich ein Roboter schon so Mensch, dass ihr da eigentlich auch mit reingehört? Und auch das Thema natürlich Rassismus, das sich dann eben auftut, und auch einfach Thema Menschlichkeit. Das sind so viele Fragen. Auch wann kann der Mensch Gott spielen? Tut dem Menschen das überhaupt gut? Ist er dafür gemacht? Ich würde sagen, nein. Aber das sind natürlich Fragen, die uns gerade in der Zukunft beschäftigen, wenn eben die Roboter und alles automatischer wird. Und ich glaube, dass das wirklich für die Jugend spannend ist, aber auch eben für jeden locker in meinem Alter um plus minus nochmal 20 Jahre, wer sich damit gerne beschäftigt und der eben auch mit der Science Fiction vielleicht einsteigen möchte. Weil wir haben hier wirklich einen leichten Einstieg in diese Welt. Es ist nicht zu komplex, es ist nicht zu technisch, und das hat mir auch einfach große, große Freude gemacht. Es gab überraschende Plot-Twist. Es gab wieder den wunderbaren Christoph-Humor, den ich einfach sehr, sehr, sehr liebe. Ich hatte auch an diesen schlagfertigen Dialogen, die hin und her gehen, ich liebe das, und das ist einfach genau meins. Ich weiß, der Humor ist ein bisschen special, es ist aber genau meiner und er trifft auch einfach mich, und ich liebe das wirklich sehr. Und ich bin einfach geplättet auch von diesem zweiten Teil. Spannend, packend, mitreißend. Ich bin so, so, so gespannt, wo das im dritten Teil hin führen wird. Ich bin schon am Überlegen, ob ich mir den dritten Teil als englisches E-Book hole, muss aber ehrlich sagen, Jack Christoph im Englischen, da habe ich so ein bisschen Respekt vor, und ich habe, glaube ich, auch noch 2, 3 andere englische Bücher auf dem Sub, wo ich denke, das wird dieses Jahr wohl nichts mehr, aber ich wäre schon definitiv da angetan, aber ich glaube einfach nicht, dass ich dass mein Englisch dem irgendwie ausreichen würde. Zudem finde ich es immer schwierig, in einer Reihe mittendrin irgendwie zu switchen. Aber absolutes Highlight, ein toller zweiter Teil, packend, spannend, wie ich es liebe, und neugierig machen auf Band 3. Und endlich Highlights, 2 Highlights in dieser Bücherwoche und auch ein Serientipp von mir, und zwar die erste Staffel von 1899 auf Netflix. Ja, ich hatte ja in den letzten Wochen nicht genügend Serie. Ich war jetzt ganz froh, mal so 2 Wochen keine Serie geschaut zu haben. Und dann kam aber The Crown, was ich ja nicht so gut fand, die 5. Staffel. Und es kam 1899. Und ich gehöre zu einem der wenigen Menschen, die nicht The Dark kennen oder Dark kennen. Es ist ja eine deutsche Netflix-Produktion, die wirklich durch die Decke gegangen ist mit 3 Staffeln. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, diese Serie zu schauen, denn sie soll von diesem Mystery-Spannungsaufbau schon sehr ähnlich sein. 1899 beginnt auf einer Schiffsreise. Wir treffen ganz unterschiedliche Charaktere von der ersten Klasse bis hin zur dritten Klasse und eben auch all denen, die im Schiffbauch sozusagen arbeiten. Wir treffen, haben so eine gute Handvoll Hauptcharaktere, die wir verfolgen, und wir sind eben im Jahr 1899 und wir sind auf offener See. Ein anderes Schiff ist verloren gegangen und irgendwann bekommt der Captain da ein Signal und will natürlich da hinreisen und schauen, was da vor 4 Monaten passiert ist und vielleicht noch Überlebende borgen. Es gibt aber nur einen Überlebenden, und der wird auch aufgenommen, und dann tun sich so verschiedene Abgründe auf und verschiedene Perspektiven, Ebenen, Zeitsprünge. Es ist total verwirrend. Man braucht da gute Konzentration. Ich fand es mega spannend. Ich fand es wahnsinnig gut gemacht. Ich bin ja ein großer Schifffahrtsfan. Also mein Traum wäre ja mal von Southampton nach New York und einfach mal so ein paar Tage einfach nur offenes Wasser. Ich weiß, dass das für viele Horror ist, aber ich liebe das. Ich liebe Wasser, ich liebe Bootfahren. Ich bin ein absoluter Wassermensch und hätte mich auf diesem Boot auch super, auf diesem Schiff auch super gerne gesehen. Und ich verstehe aber, was einen daran Angst macht, was man gruselig findet, und verstehe, dass das dieser begrenzte Raum natürlich schon für Spannung sorgt. Ich mochte, wie wir verschiedenste Charaktere präsentiert bekommen, wie verschiedenste Charaktere uns ihre Geschichte erzählen, und ich fand das einfach verwirrend spannend. Ich hatte so ein bisschen Lost-Gefühle und war natürlich enttäuscht, dass die erste Staffel kein abschließendes Ende hat, sondern es natürlich weitergehen wird. Aber damit habe ich ja natürlich schon gerechnet. Es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ich mochte den Sound, ich mochte die Einspielung von modernerer Musik, die eben irgendwie so gerade am Ende irgendwie nochmal so ein Gefühl transportiert haben. Ich fand diese Auswahl an Liedern wirklich perfekt. Ich
fand es richtig, richtig toll. Ich mochte die verschiedene Darstellung der unterschiedlichen Schichten und Menschen und ein bisschen das Problem im Deutschen war tatsächlich, das hatte ich dann auch mit Phil von den Kingsianern besprochen, dass im Deutschen ja alle irgendwie Deutsch sprechen, was in mancher Szene gar keinen Sinn macht. Wenn man sich das im Original anschaut, spricht natürlich trotzdem ein Großteil Deutsch, aber viele, der eben nicht eigentlich dieser Sprache mächtigen, sprechen dann ihre Originalsprache und man hat Untertitel. Und ich glaube, ich hätte das im Deutschen tatsächlich auch gut gefunden, dass man eben erklärt bekommt, oh, die sprechen, was weiß ich, Schwedisch, Norwegisch und die eben Deutsch, beziehungsweise ja eigentlich Englisch. Und also, ja, ich fand es mega gut. Also mir hat es optisch gefallen, es war spannend, es war atemraubend. Also tatsächlich, wo ich so manchmal da sein dachte, was passiert da? Passiert da? Was ist das? Wo bin ich und wer bin ich? Und ich fand es toll, dass man irgendwann nicht mehr wusste, was ist echt und was nicht und wofür das alles hin. Mir kam es an mancher Stelle ein bisschen sehr Matrix-like vor. Und da dachte ich schon, wow, also wenn das so in eine ähnliche Richtung geht, hoffe ich, dass es nicht so endet, wie Matrix endet. Aber ja, es war nur ein Gefühl. Also nicht deutliche Ähnlichkeiten, aber so vom Gefühl, wo man eben in diese verschiedenen Ebenen geht, was ist Erinnerung, was nicht und so weiter. Also das, ja, aber dennoch hat mir diese Serie sehr viel Spaß gemacht. Es sind, glaube ich, 8 Folgen, die so rund 50 bis eine Stunde gehen und ist eben auf Netflix auch abrufbar. Und ich freue mich jetzt auf Dark. Denke, dass das definitiv auch dann eine Serie, vielleicht nicht mehr für dieses Jahr, wobei man soll niemals nie sagen, jetzt kommen ja eigentlich so die Weihnachtsfilme und Serien und sowas. Ja, aber mal schauen, wann ich da die 3 Staffeln irgendwie reinpacke. Und ja, das war sie jetzt, die Bücherwoche, so kurz vorm ersten Advent. Bei mir wird jetzt auf jeden Fall noch in den nächsten 1-2 Tagen dekoriert. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist es bei mir auch schon weihnachtlich. Aber aktuell bin ich noch am Herbstdeko wegräumen, was ja auch nicht immer ganz so einfach ist. Wobei, gefühlt ist so die Herbstdeko eigentlich die, die am kürzesten steht. Vielleicht mit der Osterdeko, ne? Weil irgendwie bin ich sehr lange Team Sommer, dann so ganz kurz Herbst und dann bin ich schon in Weihnachtsstimmung. Das ist fast ein bisschen schade, aber ja, nicht weiter schlimm. Und ja, ich bin sehr gespannt, was euch so im November begleitet hat, ob ihr die Serie schon geschaut habt, ob ihr eines der Bücher vielleicht irgendwie schon kennt, ob ihr schon in Weihnachtsstimmung seid und ja, freue mich natürlich, euch ab morgen dann jeden Sonntag auch ein Adventsvideo zu zeigen. Und ja, 3 sind schon gedreht und werden definitiv jetzt auch alle, also 2 sind auch schon hochgeladen und fertig. Und das 4. möchte ich so ganz kurz vorher machen, weil ich möchte das ja gar nicht ausschließen, dass ich vielleicht nochmal so ein Highlight habe. Und ja, das will natürlich dann auch noch ganz kurzfristig in die Jahreshighlights mit dazukommen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Advent. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.